Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge bei Kettle und Cops. Ja, es geht weiter. Fahre jetzt zum Feld, um weiter die Ernte fortführen zu können. Ich wünsche mal allen einen schönen Freitag und für morgen, übermorgen ein schönes Wochenende. Also schönen Samstag und schönen Sonntag. Weil dummerweise bei Kettle und Cops vergesse ich das immer, wenn die Folge dran ist, dazu sagen. Weil die ersten Folgen ja für Samstag und Sonntag kommen, die ich dann aufnehme eigentlich normalerweise. Heute ist eine Freitagfolge, daran denke ich jetzt, dass ich morgen im Prinzip, also wenn ich die Folge dann aufnehme, das schon vorher weiß, dass ich das Prinzip vergessen werde. Es ist halt so, wenn ich jetzt anfange mit der Aufnahme, dann ist es immer ein bisschen, ja, zuerst gucken, läuft alles und so, das muss, das muss funktionieren. Und da ist meine Konzentration zuerst da. Und später fällt mir ein, bei Folge 3 oder 4, oh, du hast ja was vergessen, ne? Ja. Ist keine Absicht. Ich will es mir verzeihen, ne? Ja, ansonsten, heute, wir haben nur ein Feld. Also das eine Feld werde ich in der Folge nicht schaffen. Aber für nächste Woche ist er dann fertig. Einziges, was ich machen werde, ist, ja, zur nächsten Aufnahme halt, den Drescher. Den Drescher abgeben, ne? Oder beziehungsweise wie er abgegeben wird. Ja, C haben wir gedrückt, dann müssen wir noch streng drücken links, dann geht das auch, ne? Ja. Den Rest einbunkern und dann müssen wir noch ein paar Bahnen vom Feld machen, ne? C. Aber das passt genau. Ja, mit der Steuerung bin ich noch nicht ganz zufrieden, ne? Da hätte ich die Welt gehabt, dass ich im Prinzip da eine Taste drücke zum Beispiel, ne? Oder ein Schalter, ne? Ist ja dann auch möglich. Andere Sachen zum Beispiel wie das Flug einstellen, die Tiefe und so, das ist immer praktisch, ne? So, gut. Wieder einsteigen in der Mitte, also reingehen ins Cockpit und starten. So, eine Bahn haben wir noch, ne? Auf Feldmo, keine Ahnung. Ich glaube 4. Die 5 und 7 mit der rechts und ja. Ist im Grunde nebensächlich. Wichtig, dass wir überhaupt ein Feld bei dem haben, ne? Noch habe ich ja überall Rocken drin, ne? Ja, das sollte eigentlich heute machbar sein, ne? Hier rutscht gewaltig, also jetzt kennt man auch, er geht weg, er bricht aus, nur wenn man fährt, dann geht das. Und sobald man steht, geht er weg. So wie das Gefälle gerade ist, ne? Nach rechts oder nach links, das ist immer ungünstig. Ja, Vollgas heißt das hier, Vollgas, ja, die letzten paar Meter schaffen. Ja, wir haben gut schon eingelagert. Der dritte Bunker wird jetzt voll gemacht, der zweite. Der erste ist schon immer voll. Das werde ich merken, wenn man jetzt dieses Trichter, vielleicht ist jetzt auch, kann sein, dass der jetzt automatisch vom Trichter jetzt jetzt Prinzip umbunkert auf 3 oder so, ne? Das könnte ja sein. Im ersten Mal reizend gewesen, da nimmt der mir nie an, Rocken. Jetzt habe ich zwei, das zweite Lager, dritte Lager Prinzip aufgenommen. Und 2 und 3. Wir haben ja keine Silos, wir haben ja eher so eine, naja, Scheunenlagerung. Das kenne ich zwar nicht gar nicht. Aber das leuchtet ein, ne? Das in der Scheune oben drauf. Das offene Lager ist ein bisschen problematisch. Wegen der Mäuse, ne? Mäuse und Ratten. Das kriegst du gar nicht kontrolliert zum Beispiel. Dass ich da
Ungeziefer breit macht, ne? Und das wäre auf Dauer, das ist ja nicht nur das Fressen, das ist ja auch das, was die Tiere auch da ihr Geschäft machen, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Jetzt sind wir da der Meinung, dass ein offenes Lager nicht gut ist. Den gern schnell gesucht. Du wirst doch eigentlich komplett zu sein, dass da nichts rankommt, ne? Weder Staub noch Tiere, ne? Aber also ich kenne diese Lagerung nicht in dem Sinne, ne? Ja, vielleicht ganz früher haben sie höchstens Säcke gelagert, aber offene Lagerung weiß ich nicht. Wer hatte so viel Platz zum Getreide, ne? Ganz früher, ich glaube nicht. Ja, und zu modernen Zeiten. Ich weiß zum Beispiel bei uns zu Hause, Getreide AG, die heißen wirklich so. Die haben große Silos, also so eine wie Silage-Silos, sondern wo sie im Prinzip zudecken. Bevor sie das weiterverkaufen. Wie gesagt, ob das so optimal ist, ich weiß es nicht. Für Tierfutter mag es gut sein, aber für, ja, für man Qualität verkaufen will, und für Mehl und so, da ist es glaube ich nicht so ideal. So Tagen 5000. Also egal was kommt, das Feld wird heute fertig gemacht. Und dann nachher, wenn es Verkauf geht und Drescher abgegeben wird, dann holt euch wieder ab. Lenkung aktiviert, glaub schon. Ja, das zu der Lagerung, ne? Gut, hier die Menge kann man noch nicht mehr in Säcke einlagern. Da sind ja schon etliche, ja, Liter und Tonnen, kann man sagen, aber offene Lagerung halte ich nicht für sinnvoll. Auch wenn wir eine Katze haben und Mäuse fängt, glaubt mir, wenn da richtig viele sind, kommt die Katze nicht hinterher. Und da sind die Mäuse das kleine Problem. Glaubt man nicht, die Ratten sind so intelligent, die kriegst du nicht mit Fallen gestellt. Ne? Und wenn du jetzt Gift anwendest, zum Beispiel gegen Ratten, das macht gegen Ratten vielleicht helfen. Aber für die Katze ist das nicht gut. Die Katze, die man so eine tote Ratte nur anfrisst, also nur ein Stück davon frisst, ist es für der Katze der Todesurteil, ne? Weil der Gift ist ja in der Ratte drin und die Ratte, die Katze, dass die Ratte dann frisst, oder teilweise nur frisst, reicht ja aus, nimmt sie auch das Gift auf, ne? Und dann ist sie auch hops, ne? Ja, Fallen kenne ich noch, so eine Schlagfallen im Prinzip, ne? Das kenne ich auch noch von zu Hause. Für die Ratte tödlich, aber die Ratten sind in Anführungszeichen nicht blöd, ne? Also 8000 haben wir, ne? Also die, sagt mal so, die lernen das, ne? Auch mit dem Gift. Darum ist eher so ein geschlossenes Silo sinnvoll, ne? Zumindest, dass man das von oben mit einem Blechdeckel zudecken könnte, ne? Also, oder zumindest ein blechbeschlagenes Holz, ne? Kann auch Beton sein, ne? Aber Beton ist recht schwer, das ist. Dann brauchst du wieder einen Kran, ne? So. Na jedenfalls, auf Dauer offen ist nicht gut. Da kommt eine Rattenfamilie, ne? Ist ja nicht gerade angenehm. Denn da wo Futter ist,
ist auch Ungeziefer. Wenn viel Futter vorhanden ist und die Tiere kommen da ohne Probleme ran, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis es viele Ratten sind, ne? Ist ja leider so. Ne, 9000 haben wir erst. Ja, der Drescher ist auch so klein mit 10.000 Liter, aber wie gesagt, das ist bei der großen Fläche, die wir haben, ja, ausreichend, ne? Das ist das ganze Problem. Es gibt ja welche mit NLS mit 18.000, glaube ich, original. Class, glaube ich. Die großen Drescher, die 8.000er, glaube ich, nochmal. 8.100er. Das ist schon was, ne? Aber wie gesagt, bei den kleinen Feldern ist das nicht rentabel, ne? Und die kosten dann locker eine halbe Million, ne? Und hier sind 111 Hektar. dazu sage ich jetzt nichts. Das ist Übernahmekandidat für Großbauern, ne? Das kann nicht wirtschaftlich sein. Also man das ganze Jahr von leben will, plus Familie, plus ja, all drum und dran, Gebäude unterhalten und so, ne? Das funktioniert nicht, ne? Gut, da muss man dazu sagen, hier im Spiel vielleicht schon, weil wir haben ja hier, naja, wir müssen nicht essen, wir müssen keine Steuern zahlen, ne? Da geht das noch, ne? Aber wenn ihr jetzt monatlich Steuern zahlen müsstest, oh, da wäre es verdammt knapp, ne? Ja, das kriegen wir rein. Ich hoffe, dass ich da bis Bremse. Dass wir da das Feld noch fertig kriegen, ne? Ansonsten ist das kein Problem, da werde ich halt den Rest fertig machen. Und dann bei Gelegenheit, wenn es wieder losgeht, zum Montag, ne, zum nächsten Samstag, euch wieder abholen und dann den Drescher abgeben. Ja, 9 Uhr. So. Ja, 3.7. Mein Bruder hat Geburtstag. Aber hier in Game ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Das ist reiner Zufall von Tag her, ne? Also, ich habe es mal so eingestellt. Hier, Gangschaltung habe ich auch. 2. Aber er geht runter auf, müsste auch Kupplung treten, ne? 1, 1, 2. Aber der geht alleine wieder runter. Das ist nicht realistisch. Ist nicht vorgesehen, sag mal so. So, weiter geht's. Ich muss ja die Schaltung drücken, gibt's doch gar nicht. Am Schaltknopf drücken. Was war N? N war schon der Lauf gewesen, ne? Oder so, ne? Weiß ich nicht. So, war ganz oben. Ja, das müssten wir heute noch fertig kriegen. Und dann nächste Woche noch 13 Liter. Junge, das ist aber knapp berechnet. Muss ich merken, 70 Liter waren drin gewesen. Und wenn wir jetzt noch zwei Felder kaufen würden, Angabesgeld würde reichen, dann kann er mit 70 nicht mehr anfangen. Dann kann ich gleich die Zeit dazu berechnen. Ne? Ich glaube, wir haben hier weiter oben auch ein Stück zu machen. Man sieht ja auch so nichts. Ne? Klar könnte ich jetzt sagen, okay, Bremse, kurz Einstellung, Grafik, Schattenmittel. Ach so, könnte man ein bisschen höher gehen. Das können wir nicht machen, ne? Ach so. Das geht dann automatisch nach. Da nix. Der Helligkeit ist so an, also. Und hier Prinzip bei 50 und 100%. Ach so. Effekte aus dem Mittel so, ne? Mal gucken mal. Ne, die beenden nicht. Fortsetzen.
Wir sehen ein bisschen mehr, irgendwas links. Ich will mal kurz reingehen. Einstellung. Gehen wir auf 150. 75. Mal gucken, ne? Ja, ein bisschen mehr sehen wir schon. Garantiert auch die Grafik, die Temperatur gleich, ne? Aktuell geht's. Gut, wir sehen ein bisschen mehr. Das ist nicht schlecht. So, V, runter, B. Lenkung aktivieren. So. Weiter geht's. C. War da eben gerade böse gerechnet, ne? Ja, aber man kann bei der Grafik ein bisschen nur einstellen, ne? Das ist ja... Aber das kostet auch Ressourcen, ne? Das darf man nicht vergessen, ne? So, Zuschauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Den Rest mache ich jetzt alleine und wenn wir später mal den Drescher abgeben werden, hole ich euch wieder ab. Und tschüss, ciao. Und wie gesagt, euch wünsche ich auch ein schönes Wochenende, falls ich das morgen in der Folge vergessen sollte, was Gefahr besteht. Ist ja erstmal mehr eine Woche. Ja, dann tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.